Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. So, Salamu alaikum an diejenigen, die mich schon hören können. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, ihr seid alle wohlauf. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja. Es ist ja wieder eine turbulente Nacht gewesen. Es ist ja wahr. Was soll ich euch sagen? Heute wird, glaube ich, ein sehr langer Stream. Heute wird sehr, sehr lang. Und um 6 Uhr morgens, 5, 6 Uhr morgens, muss ich dann auch Richtung Tschechien fahren. Und vielleicht sieht man ja auch irgendwo den bösen Hund, dann kann er mir einblasen, dieser Köpek. Ja. Aber bevor ich mir vom bösen Kelb einlutschen lasse, dieser Hund, und auf seine Glatze so klatsche, machen wir noch einen geilen Livestream. Ja, und natürlich, Freunde, werde ich dort einen geilen Vlog drehen. Wie letztes Jahr, oder besser bei der letzten Veranstaltung, wo ich da war, haben wir ja auch einen geilen Vlog gedreht. Und, ja. Omo, du weißt Bescheid, eine Runde werde ich da drehen. Und dann werden wir sehen, ob ich den ein oder anderen Nuttensohn sehe. Mal entspannt. Ja, nochmal, der Chat füllt sich. Assalamu alaikum an alle. Ich hoffe, euch allen geht's gut, natürlich euren Familien auch. So, wir haben jetzt endlich mal quasi das Statement von Abu Jul. Weil ich mich beherrschen kann. das Statement geht recht lang. Muss man an der Stelle hier sagen. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner von euch schon geguckt hat. Ich hoffe nicht, weil das Ding geht lange. Abu Julu und Kips Haram, die zwei Brüder von Islam-Austreter Schmäusen. Assalamu alaikum, Freunde, willkommen bei diesem Video. Ich denke, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich chronologisch auf jeden einzelnen ihrer Parts eingehe und darauf reagiere, meinen Senf abgebe. Am Ende des Tages lade ich dann Herr der Ringe 5-Stunden-Video hoch. Das wollen wir vermeiden, also werden wir einfach aus unserer Sicht der Dinge die Geschichte chronologisch richtig erzählen, wie sie passiert ist. Weil viele Dinge wurden aus dem Kontext gerissen, sehr falsch erzählt, an falsche Zeitlinien gepackt, Senf und Ketchup wurde hinzugefügt und am Ende des Tages wurden auch sehr viele Lügen erzählt. Ich appelliere an eure Menschlichkeit, dass ihr uns genauso eine Chance gibt, unsere Worte zu äußern, wie ihr einem Alim oder einer Anis die auch gegeben habt. Und es ist auch sehr wichtig für mich, weil ihr habt ja bei Anis die ganze Zeit gesagt, wieso sollte sie sich solche Sachen ausdenken. Und jetzt hört bitte genau zu und dann könnt ihr auch sagen, wieso sollten die sich solche Sachen ausdenken. Und das ja, also klar, er sagt, gibt uns die Chance, uns zu äußern. Das ist natürlich klar, das sage ich ja auch. Das ist auf jeden Fall fair. Das muss man auch so sagen. Die müssen sich auch irgendwie äußern und rechtfertigen, wenn es dann so ist, dass die was zu sagen haben. Dann sollen die das auch machen. Muss man auch fair sein und das sich auch reinziehen. Deswegen geben wir uns das ja auch, ne? Allerwichtigste, dann könnt ihr euch euer eigenes Bild von der ganzen Sache machen. Da es sehr, sehr seltsam wäre, in diesem Video 500 Mal zu schwören, tun wir das einfach jetzt. Ja. Walla billa, alles, was wir in diesem Video sagen, ist nichts als die Wahrheit. Walla billa, alles, was wir in diesem Video sagen, ist nichts als die Wahrheit. Und normalerweise... So, das ist ein Vorabschwur. Also, ich lache dich jetzt nicht aus, aber das ist so... Das ist schon mal so vorab, Khalas, ich sag jetzt schon mal Wallah, ja nicht, lass mich nicht später Wallah sagen, ich sag jetzt direkt, dann was sagst du? Bruder, ich bin übertrieben überrascht, die sehen sehr gut aus, ne? Ja, also Abu Julu muss man sagen, der hat so körperlich ein bisschen, Mashallah, ja, ne? Also er sieht, ist immer noch so ein Wachsch, ne, aber jetzt ein bisschen definierter als sonst, ja. Als früher. Ja,
ziehen wir uns das mal rein. Also zweifache Geschwindigkeit geht nicht, das wäre zu schnell, da kann man ja gar nicht hören. Ich habe auf 1,25 erstmal gemacht, ja. Bringt man solche Dinge nicht an die Öffentlichkeit. Ich hoffe, dadurch wird nicht meine Belohnung gemildert, aber ich finde, in diesem Kontext ist das sehr, sehr wichtig zu wissen. Ich will mich bei niemandem einmischen, sagen, wer betet oder nicht betet, aber wir sind beides Jungs. Wir beten, wir fasten, wir glauben an Allah, wir geben unsere Spenden ab und inshallah, bevor wir sterben, werden wir auch die Pilgerreise antreten. Inshallah. Wir kommen jetzt erstmal zur Vorgeschichte. Wir hatten zwei Wohnungen im selben Block, in derselben Etage, die sich gegenüberstanden. In der einen Wohnung haben erstmal Alim und ich gemeinsam gelebt, in der anderen Wohnung meine restliche Familie. Das heißt, Malik, Salsabil, meine Mutter. Und Adam hatte auch eine eigene Wohnung. Adam, ne? Hat eine eigene Wohnung. Genau, einen. Zu der Zeit war die einzige Person, die gearbeitet hat, ich. Ich habe erstmal 6 Monate in einer Tankstelle gearbeitet und dann in einer anderen, wo Alim auch gearbeitet hat. Da waren wir dann zusammen. Ich konnte Alhamdulillah zu diesem Zeitpunkt ein wenig meine Mutter finanziell unterstützen, aber Alim hat keine Einnahmen zu dem Zeitpunkt generiert. Er hatte ja noch nicht mal eine Monetarisierung. Genau, all seine Videos waren gelb und das, was er eingenommen hat, davon konnte man gar nicht leben. Also meine Mutter hat fast ausschließlich alleine die Miete für beide Wohnungen bezahlt, Strom und alles mögliche an Nebenkosten was übernommen. Was auch noch sehr wichtig ist, das Setup, was Alim zu dem Zeitpunkt besessen hat, er hätte gar nicht YouTube machen können, gäbe es meine Mutter nicht. Das ist also die erste Lüge, auf die wir treffen. Anis behauptet, dass alles von Alim bezahlt wurde und er der Einzige war, der gearbeitet hat, was wallah gelogen ist. Zu dem Punkt muss ich aber auch sagen, wem juckt es denn überhaupt, ob er jetzt alles bezahlt hat? Was tut das auch zur Sache, habe ich nicht gecheckt. Ja, ja, also ich glaube, das tut überhaupt nicht zur Sache. Und das Ding ist, Mois hat ja auch Miete und alles bezahlt. Das ist ja auch nicht gelogen. Also zum späteren Zeitpunkt, als es dann gut lief bei ihm. Vorher natürlich, klar, hat die Mutter wahrscheinlich sich darum gekümmert, aber als es dann bei Mois lief und Geld generiert worden ist, hat er schon. War ja bei uns nicht anders. Ist ja normal. Also ich weiß jetzt auch nicht, was das zur Sache tun soll, ob Mois jetzt die Miete bezahlt hat oder nicht. Am Ende des Tages hat Mois vieles bezahlt. Ob wir jetzt Streit haben oder nicht, das ist jetzt uninteressant. Aber er hat vieles bezahlt, auch Miete und Sachen und so. Aber dazu muss es erstmal laufen. Ne? Also wenn es noch nicht gelaufen ist, also wenn da noch nichts lief, Monetarisierung, gab es ja noch kein Geld, gab es ja kein gar nichts. Ja, was, von wann willst du das auch zahlen? Da musst du arbeiten gehen vorher. So, ja, nee. Ne? Ist ja klar. Also, ihr werdet einen roten Faden in diesem Video merken, wie viele unnötige Dinge sie in diesem Video gesagt hat, um uns einfach nur zu schaden. Bevor wir mit dem Ehedrama anfangen, will ich erstmal mit dem Kapitel Salsabil abschließen. Dass sie in Wahrheit unsere Nichte ist, das wollten wir schon dutzende Male beichten. Wir hatten selber keinen Bock auf diese Lüge, aber Alim hat das von uns verlangt. Im Laufe des Videos werdet ihr noch mehr checken, da später ein Chat eingeblendet werden wird, wieso wir auch sogar Angst hatten, es öffentlich zu erzählen. Alim war schon mal verheiratet, diese Ehe lief nicht so, wie man geplant hatte. Die haben sich zerstritten, getrennt, alles schön und gut, gab es keinen Fitna, gab es keinen Streit, es gab kein gar nichts. Die Leute interpretieren da zu viel rein und eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, ich will diesen Namen dieser unschuldigen Frau hier mit reinwaschen und im Namen von ihr sprechen. Diese Frau war immer sehr respektvoll zu mir. Du kannst ja auch für dich sprechen. Auch zu mir, Walla. Walla, sie war sehr nett, sehr anständig. Also meint er jetzt die Ehefrau von die Ex? Die Ex, ja. Ja, okay. Boah, was ist das für ein schöner Name, Bruder? Salsabin. Mashallah, Bruder, der ist ein Monster. Gebildet, hat gebetet, ist ihren Pflichten nachgegangen und es gab zwischen uns gar keine Probleme. Auch irgendein Bullshit, der in die Welt gesetzt wurde, dass sie Alim fremdgegangen sei. Ich finde es ekelhaft, das überhaupt auszusprechen. Wallah, das stimmt nicht. Eine Anis sitzt vor der Kamera und behauptet, wir hätten ihr alle gesagt, dass sie ihm fremdgegangen sei. Bei Allahs 99 Namen, das haben wir dir nie gesagt. Ich finde es traurig noch generell. Noch nie hat jemand von uns generell über diese Frau gelästert. Wir haben dir gesagt, die haben sich getrennt, weil die Ehe nicht so lief wie geplant und fertig. Wir hatten miteinander generell gefühlt kaum bis gar nicht Kommunikation, bevor du nach Deutschland gezogen bist. Wir warte haben, mal, warte. Bro, wie wenig haben wir miteinander gar geredet? Nicht. Was ist das denn überhaupt für ein Szenario? Wieso sollten wir denn hinkommen zu Anis mit der Frau unseres Bruders und diese Sache bereden? Wieso sollten wir ihr ins Gesicht sagen, hey, weißt du was, die erste Frau von Alim, die ist in der... Absolut in, unnötig. Absolut wir unnötig. Überhaupt sagen? Das ist so ein Schwachsinn, der einfach in die Welt gesetzt wurde. Noch verstehe ich eine Sache nicht. Ne? Die setzt sich dahin und sagt, wir haben die Familie kontaktiert, die wollten aber nichts mit der ganzen Sache zu tun haben. Die haben uns gesagt, lass uns in Ruhe, wir hatten schon genug Probleme, bla bla bla. Wieso erzählst du es dann überhaupt? Nachdem eine Frau dir doch sagt, lass mich in Ruhe, halt mich da raus, wieso lässt du sie nicht einfach in Ruhe? Wieso mischst du sie ins Internet ein? Du merkst doch selber, wie gefährlich das Internet für dich und deine Kinder ist. Dann bringst du noch eine andere Mutter in Gefahr, die inzwischen schon nochmal verheiratet ist und eine eigene Familie hat, glücklich ist und gar nichts mit dieser Kacke hier zu tun haben will, genauso wie du uns eingemischt hast.
Also man muss auch mal, man muss aber auch ehrlich sagen, ne? Was hat die Schwiegermutter, die andere und alle anderen mit dem Hauptpunkt zu tun gehabt, dass die angeblich fremdgegangen ist? Also es ist wirklich ein Familienstreit entstanden, wo alle mit reingezogen werden, obwohl es nur um eine ganz andere Sache geht. Oder vielleicht sind das einfach Sachen, die sich bei ihr aufgeschaut haben und Genau, das wollte ich die gerade jetzt gerade einfach die Situation ausgenutzt hat, um einfach so Klartext zu sprechen. sagen. Ich verstehe Weißt das du? auch, ja. Das hat sich, also es hat sich bei der Ex-Frau vieles aufgestaut und die hat das einfach rausgelassen. Aber das ist eigentlich voll unnötig gewesen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht gegen die Ex-Frau reden. Die kann ja sagen, was sie möchte, ist ja auch ihr Recht. Aber es ging ja nur um diese eine Sache. Dann, keine Ahnung. Also, dann wurden voll viele Leute eingemischt und irgendwann blickt auch irgendeiner dann nicht mehr durch, Alter. Wer ist jetzt am Waschul? Worum geht's überhaupt? Geht's jetzt darum, dass die Mutter von Mois keine gute Frau war, angeblich? Geht es darum, dass der Vater dann die Uhren geklaut hat? Worum geht's jetzt, Janni? Es sind zu viele Baustellen. Es sind zu viele Baustellen einfach. Was ich meine? Meine Mutter zieht dieses Kind groß, weil Alim es ihr selber überlassen hat. Niemand hat ihn dazu gezwungen, niemand hat ihm dieses Kind geklaut. Es gab keine goldene Regel mit: Oh mein Gott, Bruder, wenn ich erstes Mädchen gebäre, muss ich das meiner Mutter geben. Boah, was denkt ihr? Leben wir in Supernaturals oder The Walking Dead? Seid ihr absolut bescheuert? Also, ich erinnere mich noch, als Mois früher gesagt hat, dass das seine Schwester ist. Und da habe ich ihn da habe ich gesagt, ja, okay, krass und so. Da meinte der immer, sie ist aber bei die ist bei meiner Mutter immer. Also er meinte immer, ich überlasse das meiner Mutter und meine Mutter kümmert sich voll gut um die und deswegen ist sie noch dort und so. Also nur das hat er mal gesagt. Also das weiß ich. So mehr wussten wir darüber auch nicht. Also wir wussten jetzt nie, dass das irgendwie seine Tochter ist oder so. Wär auch eigentlich voll nicht schlimm gewesen. So, es ist ja seine Tochter, Digga. Das ist der Vater so, ja, ne. Ich küsse dein Herz. Geht auch keinem was an. So. Prinzipiell, ihr habt absolut keinen Plan über dieses Mädchen. Ich spreche jetzt über Anis und über Alim. Hört auf, den Namen dieses Kindes in den Mund zu nehmen. Hört auf, über dieses Kind generell zu reden. Mein großer Bruder Alim setzt sich ins Internet. Erzählt einmal, dass sie 14 Jahre alt ist. Einmal erzählt er, dass sie 8 Jahre alt ist. Einmal sagt er, dass sie 11 ist vor 3 Jahren. Ihr habt keine Ahnung über dieses Kind. Ihr Wir redet klären dieses Kind euch nicht. darüber auch auf. Vor kurzem ist Selsabil 10 Sie geworden. ist gerade mal 10 geworden. Jetzt gehen wir kurz auf die Thematik, die Psyche eines Kindes ein. Ihr erwartet von uns, wenn wir in die Vergangenheit zurückreisen, vor 7 Jahren, wo ihr geheiratet habt, dass wir einem 3 bis 4 Jahre alten Kind einen Real Talk starten und erzählen, sie, die Frau, die du Mutter nennst, ist in Wirklichkeit gar nicht deine Mutter. Also jeder, der auch nur annähernd eine gewisse Ahnung von Kindern hat, wird mir zustimmen, dass sowas unmöglich zustande kommen kann. Selbst Menschen, die Kinder adoptieren, warten doch, bis das Kind 10, 15, 16 Jahre alt ist, bis sie sowas dem Kind beichten. Also kein Mensch würde das doch einem dreijährigen gefühlten Baby erzählen. Was ist das? Menschen sind Gewohnheitstiere, sagt man ja mal gerne. Wie wollt ihr denn verhindern, wenn wir alles Brüder sind und uns gegenseitig Bro nennen, wie wollt ihr denn einem Kind erzählen, dass dieses Kind die Menschen um sich herum auch nicht Bro nennen soll? Wie wollt ihr denn einem Kind erzählen, wenn wir alle unsere Mutter Mama nennen, wie wollt ihr denn einem Kind erzählen, dass dieses Kind auch nicht diese Mama Mama nennen Wie soll? komisch wäre das allgemein? Stellt euch vor, wie sie sich fühlen würde, wie ausgeschlossen sie sich fühlen würde, wenn in der ganzen Familie alle diese Frau Mutter nennen und sie sie Oma nennen soll. Das ist doch einfach weird, versteht das doch? Habt ihr kein Herz in der Brust? Ich checke das nicht. Generell wollten wir diesem Kind die Experience. Ja klar, also ich kann das auch verstehen. Wenn alle da Mama sagen, klar sagt die auch Mama so. Aber das sind ja auch Sachen, sagen wir mal, das wäre nicht so. Okay? Hat trotzdem Mäuschen kaputt geschlagen. Das ändert ja nichts an dieser Sache. All das ändert nichts an diese ganzen Sachen und an all das ändert auch nichts daran, dass die vielleicht den Mäus fremdgegangen sein soll. Das ist ja alles so Informationen, die nicht zur Sache tun, eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? Ob das jetzt die Oma ist, ob das die Mutter ist, ob das ist alles so. Ich glaube, das interessiert die auch alles gar nicht mehr. Ich war, Es also. geht denen, glaube ich, wirklich nur darum, dass Ja, die Mutter und ja, ja, die, also. die kleine Schwester, Nichte mit reingezogen worden ist. Also, Weißt du? also im Prinzip gibt es Abu Julo und Kip Saddam nur um ihre eigene Mutter und die möchten halt quasi ihre eigene Mutter so quasi beschützen. So.
uns nicht wegnehmen, eine Mama zu haben. Und das haben wir auch nicht getan und darauf sind wir auch stolz. Dieses Kind hat eine absolut blühende Kindheit. Das hat die beste Kindheit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Bruder, wer unsere Selsabil spricht 5 Sprachen. Bei Allah. Deutsch, Englisch, Türkisch, Tschetschenisch, Russisch. Sie ist so ein intelligentes Kind. Sie kann Sura Al-Fatiha, sie kann beten, dies, das. Sie kennt sich mit so vielen Dingen aus, Mathe, alles Mögliche. Bitte hört auf über dieses Kind oder ihre eigentliche Mutter oder ihre Familie, also die Familie von der eigentlichen Mutter, im Internet zu sprechen. Das hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Wir haben dieses Kind immer so gut geschützt, wie es geht, und du mischst sie in dieses ekelhafte Thema ein. Was soll das? Ihr Menschen, die gerade zuguckt und uns tagtäglich Hurensohn beleidigt, in jeder Nachricht, über 150.000 Storyviews habe ich momentan, aber auch über 200.000 Storyviews, 150.000 davon beleidigen mich tot, 200.000 davon beleidigen ihn tot. Und ihr verlangt von uns, in diese grässliche Welt, Details über Selbstbild, über unsere Richter, über unsere... Die Leute schreiben auch solche... Ja, also das ist ja auch so, das ist ja auch so ein Punkt, ne? Also Keep Saram und Abu Julu müssen überhaupt nichts über die erste Tochter von Mois auspacken oder erzählen. Das geht gar keinem was an. Klar, jetzt kommt quasi so ein paar Nachfragen, weil die Ex-Frau von Mois halt das mit eingemischt hat. Aber im Grunde, auch wenn Fans denen schreiben oder auch die Leute aus der Community, ey, erzähl mal was, die müssen das gar nicht. Das geht keinem was an. Ne? Bruder, eigentlich wollte ich, darf ich offen reden? Ja. Respekt an die Oma, also an die Mutter von Alim und alle, dass die das Kind von ihrem Kind aufzieht, Bruder. Das machen aber auch nicht mehr alle Mütter, Bruder. Ja, natürlich, das stimmt auch. Verstehst du? Aber wir kennen ja auch die Umstände nicht. Das ist ja eine Familiensache. Das geht uns auch eigentlich gar nichts an. Genau, aber es ist ja egal, was für Umstände, Bruder. Das ist eine ältere Frau, Bruder. Vielleicht hatte die gar nicht mehr die Kräfte dazu, ein Kind zu erziehen. Sie hat es trotzdem gemacht. Ja. Ich muss kurz diesen Hood-Watcher blocken, weil das ein Hurensohn ist. Mach's gut, du Köpek. Ich habe ihn geblockt, diesen Kaffer. So. Dinge wie, ey, man sollte euch das Kind wegnehmen und so weiter und so fort. Wisst ihr, wie ekelerregend es ist, solche Kommentare zu lesen? Dieses Kind, ich liebe es wie mein eigenes, Walla. Manchmal, ich habe Selsabil in den Händen gehalten, ich habe einfach geflennt. Ich war so glücklich, dass dieser Mensch existiert. Aber genau dasselbe hatte ich auch bei Saifullah, hatte ich auch bei Safia. Ich liebe diese Kinder über alles. Ich schwör's euch, ich würde... Das stimmt, das kann ich auf jeden Fall bezeugen. So, der Abu, der hat den Seifu wirklich sehr, sehr geliebt. Also immer, wenn ich gesehen habe, wie Abu mit Seifu gespielt hat, wirklich, also der war wirklich Feuer und Flamme immer, ne? Also der hat das wirklich, der Seifu wirklich über alles geliebt, muss man sagen. Sterben, damit ihnen nichts passiert. Aber dass dann die Leute das so darstellen, als ob dieses Kind eine grässliche Kindheit hat, obwohl wir unser Bestes geben, damit dies nicht der Fall ist, das tut einfach weh. Ich muss auch eine Sache sagen, diese Sachen, die wir jetzt in diesem Video nennen werden und gezwungenermaßen preisgeben müssen, haben wir bis dato nicht preisgegeben, um diese Kinder von Alim und Anis zu schützen. Ihr seid uns egal, ihr habt unser Leben ruiniert, ihr habt unser Leben zerstört, aber eure Kinder sind es uns nicht. Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass eure Kinder uns wahrscheinlich wichtiger waren, als sie euch sind. Und ihr diese ganze Sache ins Ekelhafte geschoben habt, in die Öffentlichkeit gezogen habt, ohne jeglichen Grund. Anis, du hättest einfach zur Polizei gehen können. Diese Dinge sind grässlich, bei diesen Dingen standen wir auch immer zu dir. Wir haben auch Chats und Beweise, die beweisen werden, dass wir dir immer helfen wollten, dass wir allem immer helfen wollten, aber ihr wolltet keine Hilfe. Ihr seid egoistische, narzisstische Menschen und notorische Lügner, und das werden wir in diesem Video beweisen. Was auch sehr, sehr wichtig ist zu wissen für euch, Selsabil weiß seit mehreren Jahren, dass meine Mutter nicht ihre richtige Mutter ist. Walla, das weiß sie. Wir haben mehrere Male mit ihr darüber geredet. Sogar ich habe alleine mit ihr öfters Gespräche gehabt, wo ich ihr gesagt habe, dass ich in Wahrheit ihr Onkel bin. Sie nennt mich aber weiter Bruder und nennt meine Mutter weiter Mutter. Was soll ich tun? Ja. So, bitte, was erwartet ihr jetzt von mir? Soll ich sie anschreiben und sagen, nenn mich nicht mehr Bruder? Prinzipiell habt ihr euch in diese Sache gar nicht einzumischen, denn meine Mutter hat volles Sorgerecht. Also macht euch keine Sorgen darüber, okay? Alles ist in Ordnung. Jetzt kriegt ihr auch den ersten... Und für die Leute, die mir sagen, schau mal Zeus seine Story, der postet eklige Sachen gegen dich. Habe ich alle schon gesehen. Natürlich könnt ihr das alle melden. Also wer sich gerne ein Schwanzvideo von mir reinziehen will, ihr habt ja eh schon gesehen. Also ladet euch das runter, geilt euch drauf auf. Also will er jetzt, was soll ich jetzt machen? Naja, also von sich selber ablenken und auf mich wieder hier zum Boomer versuchen zu machen, das juckt keinen. Also dieser das ist so ein kläglicher Versuch, von sich selber abzulenken. Naja. Also, wie gesagt, falls einer ein Schwanzbild von mir haben will oder ein Schwanzvideo sehen will, könnt ihr euch das gerne bei Mois reinziehen, das ist ja gar kein Thema. Aber vergisst eins nicht, liebe Friends, ne? Kleine Kinder schauen zu, eure Familien schauen zu, eure Schwestern schauen zu, eure Mütter schauen vielleicht zu. Wenn ihr nicht wollt,
dann meldet einfach so eine Art von Stories. Naja, der Typ hat ja absolut kein Gewissen mehr, ist ein richtiger Köpek geworden, leider, muss man so sagen, und will natürlich von sich selber ablenken und mich da irgendwie jetzt schlecht zu machen. Er denkt, er kann mich mit diesen Schwanzvideos schlecht machen. Jeder hat diese Schwanzvideos gesehen, wie lange kennt ihr diese Videos? Ich fick diese Schwanzvideos, ich mache morgen ein neues, wenn ich will. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne, deswegen, macht euch keinen Kopf, meldet einfach diese Stories, meldet einfach seine ganze scheiß Seite. Das ist ein richtiger Köpek, das ist ein richtiger, also, das Schlimmste ist einfach, er ist ein Kafir geworden. Kafir ist das Schlimmste auf dieser Erde. Und ihr braucht mir auch nicht sagen, ey, der hat dich Hurensohn genannt, ich hab das alles mitbekommen, macht euch keine Sorgen, und früher oder später läuft man sich über den Weg. Und dann wisst ihr selber, was passieren kann. Ja, deswegen, ganz entspannte Sache. Der Typ ist durch, der ist verrückt. Meldet einfach diese Art von Stories, wenn ihr nicht wollt, dass diese Videos an eure kleine Schwester, kleine Bruder oder eure Familien kommen. Einfach melden. Fertig aus. Erzählt mir das nicht, weil ich kann nicht zaubern. Ich kann den jetzt nicht hier hinzaubern. Versteht ihr? Und ich habe jetzt auch keinen Bock, den durch ganz Deutschland zu suchen oder sonst irgendeine Geschichten. Ja. Der Typ gehört weggesperrt. Und mehr nicht. Der gehört in eine Psychiatrie. Fertig aus. Von vielen Beweisen zu hören. Oder sag ich was Falsches, mein Bruder? Hack. So. Aber wieso macht er das? Hast du gegen ihn geschossen? Bruder, egal was ich gegen ihn gesagt hätte oder getan habe, was auch immer, das gibt ihm nicht das Recht, irgendwelche Sachen zu posten, die, verstehst du, was ich meine, die sehr, sehr ekelhaft aussehen, mäßig. Das gibt ihm dann nicht das Recht dazu. Am Ende, du reagierst ja nur auf etwas, was die öffentlich gelegt haben, so, weißt du? Und er versucht, Sachen zu leaken, die jemand anderes mit Absicht, dir zu schaden, genau, veröffentlicht hat. So, weißt du? Und da, das ist da kommt ein großer Unterschied. Da kommt zum Beispiel Bösemann, der Köpek, ins Spiel. Er hat ihn ja so Videos geschickt, postet das, verbreitet das. Er hat jetzt Mäus zu seinem Hund gemacht, so quasi. Dabei ist Bösemann der ehrenlose Hund, der ehrenlose Bastard, ja, gegen den ein Verfahren läuft wegen Vergewaltigung. Der soll mal die Fresse halten, der Schwanz. Der ist ein Hund, der, überlegt mal, Freunde, Bösemann ist ein verurteilter Zuhälter. Versteht ihr eigentlich, was das bedeutet, ein verurteilter Zuhälter? Das heißt, er hat Frauen gegen ihren Willen, also anschaffen, geschickt. Und deswegen wurde er verurteilt. Das heißt, er hat nicht mit Frauen zusammengearbeitet. Ja? Gehst du arbeiten, ich bin so dein Aufpasser, ich verdiene Geld. Nein, er hat die gegen ihren Willen anschaffen geschickt, sonst würde er doch nicht verurteilt worden. Das heißt, er ist ein Menschenhändler, ein Köpek, ein Kafir. Versteht ihr, was ich sage? Ne? Und Bösemann denkt sich so, boah, Bösemann ist eh der letzte Hund, der letzte Köpek, keiner interessiert sich für den. Aber jetzt hat er einen Trottel wie Mäus gefunden und er denkt sich, aha, jetzt habe ich einen Mäus, der kann gegen Sinan schießen für mich. Und Mäus in seinen Größenwahn macht das auch noch. Obwohl jeder zu mir noch gestern oder vorgestern gesagt hat, Sinan, hilf mal Mäus, Sinan, hilf mal Mäus. Und seht ihr, wie er ist? Das ist also ein Mäus, ein Bruder, der mich Hurensohn nennt in der Öffentlichkeit. Habt ihr sein wahres Gesicht gesehen? Der Nacktvideos von früher verteilt, die 5, 6 Jahre alt sind, wo ich mit meiner Ex damals so Faxen untereinander gemacht habe. Ja, so ein Mensch soll man helfen, so ein Mensch muss man töten, aber nicht helfen. Versteht ihr, was ich meine? So, und Bösemann ist ein richtiger Köpek. Bösemann ist ein Kafir. Wisst ihr, was ein Kafir ist? Und Bösemann ist genau das, der geheuchelte Soldat. Du Hundland, du weißt nicht mal, wie man eine Waffe ladet, du Pisser dann, du Pisserwink. Du weißt nicht mal, wie man Schuhe anzieht, du Hund. Du hast Klettverschluss, du Hund, weil du nicht weißt, wie man Schleife macht. Ja, Schwanzgesicht. Ja? Du Pisser, ich hab dich kaputtgeschlagen im Ring. Puh, Aleg, ja, Chara, du Hund. Auf deinen Kopf wachsen keine Haare seit 20 Jahren, weil du ein impotentes Schwein bist, du Hund. Kannst ohne Viagra nicht ficken, du Hund. Gucken weiter. Sorry für meinen Ausraster, aber ich hasse solche Menschen, ne? Die versuchen, einen schlecht zu machen und von sich selber abzulenken. Ich habe auch gelitten, ich war am Boden. Ja, nee, soll ich nochmal dafür auf den Boden gehen? Ich lasse mich nie wieder auf den Boden kriegen von irgendwelchen Leuten. Und jeder, der was will, ich fick seine Toten. Ich fick seine Mutter, wer was will. Wer will, soll kommen. Nicht reden. Nicht reden, kommen. Wer ein Mann ist, soll doch kommen. Fährt schon aus. In diesem Video folgen werden. Das, was sie nicht getan hat, gefühlt in 90% der Situation, war ihre Beweisquelle Aussagen von Alim. Und Walla null als Front gemeint, null böse gemeint. Aber hier müssen wir bei den Fakten bleiben. Wie glaubwürdig sind Aussagen von Alim? Doch, ich habe böse gemeint. Alim sagt, dass unser Vater 250 Leute... Hörst du schmatzen, der ist voll laut. Ist das absoluter, verdammter Schwachsinn. Und jeder, der das glaubt,
begeht hier Doppelmoral. Ihr glaubt Alims Worte aus seinem Mund nicht, aber wenn eine Anis Alims Worte zeigt, glaubt ihr sie, weil sie von Anis kommt. Es ist auch so, im Video macht sich eine böse Doppelmoral breit. Manchmal kann man Alims Aussagen als Evidenz benutzen, wenn das für sie passt. Manchmal aber, wenn das für sie nicht passt, dann kann man das nicht verwenden. Das ist einfach heuchlerisch, egal wie man das dreht und wendet. Dann ist das auch keine Beweisquelle, die authentisch ist. Hier hören wir eine Sprachmemo, wie die liebe, nette Mutter, von der wir Anis getrennt haben, sagt, dass sie Jagd auf die Familie von Salsabil machen wird und uns auseinandernehmen wird. Ich sag dir aber ehrlich eine Sache. Dieser humoristische Satz, den du gerade benutzt hast, mit von der wir sie getrennt haben. Boah, ich schwöre, du musst es klarstellen gerade. Weil diese Leute, die zugucken, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ihr seid dämlich. Es ist natürlich Spaß von Abu. Wir haben sie nicht getrennt von irgendwem. Das werden wir auch beweisen. Okay, sorry, ich muss einmal ganz das Bild hier hoch machen, damit ihr auch lesen könnt. Das ist die Mutter von Anis. Ich bin gerade dabei, die Mutter des Kindes auswendig zu machen. Danach werdet ihr sehen, was ich mit euch mache. Hier werden immer Untertitel sein, so gut wie es nur geht. Leider besitzt die tschetschenische Sprache kein Lexikon, aber der Bre, der meine Videos schneidet, ist zum Glück der tschetschenischen Sprache mächtig und er wird sein Bestes geben, damit ihr alles, was gehört wird, auch versteht. Was aber das Wichtigste ist, am Ende der Sprachmemo sagt sie, ich werde dich umbringen, du Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Sachen sagt sie zu ihrer eigenen Tochter, die sie ja über alles liebt anscheinend. Andauernd. Vor sieben Jahren, wo diese Frau in die Familie meinerseits reingeheiratet hat. Was sagt uns das aber? Vor 7 Jahren hat die Mama von Anis schon die Familie gesucht von Salsabil. Also die Mama von Salsabil hat sie gesucht vor 7 Jahren. Was sie nichts angeht. Vor 7 Jahren schon hat die Familie der Mama von Salsabil gesagt, wir möchten damit nichts zu tun haben. Bitte lasst uns in Ruhe. Vor 7 Jahren. 7 Jahre später suchen sie immer noch diese Familie. Mischen sie ins Internet ein, verbreiten ekelhafte Gerüchte über diese Menschen. Weißt du, wie krank du in das Hack dieser Leute gegangen bist, die nichts von dir wollten, die einfach meinten, lass uns in Ruhe unser Leben leben. Wir sind eh schon ein bisschen traurig, dass das mit der ersten Ehe nicht funktioniert hat und versuchen, unser neues Glück zu finden. Du sie aber einfach nicht in Ruhe lässt. Du kannst nicht respektieren, was eine andere Frau von dir verlangt. Also ich möchte noch eine Sache unterstreichen. 7 Jahre lang sucht die Familie von Anis die Familie von der Mutter von Salsabil. Seit 7 Jahren verfolgt diese Menschen und möchte irgendwas aus denen rausprügeln. Und wir wissen nicht wieso. Ich denke, das war es erstmal mit der Thematik Salsabil. Wir jumpen jetzt rüber zu der Ehe zwischen Alim und Anis. Es fing alles so an, dass ich erstmal aus der Wohnung ausgezogen bin, damit die gemeinsam dort einziehen können. Meine Mutter hat alles geregelt, geplant, eingerichtet, geholfen, supportet. Ihr müsst aber verstehen, meine Mutter war gegen diese Ehe. Absolut. Auch mein Vater, meine ganze Familie, niemand war dafür. Ihr fragt euch vielleicht, wieso? Wir waren dagegen, weil ihre Eltern auch dagegen waren. Die wollten nicht, dass die heiraten und wir dachten uns dann, Bruder, wenn die eh nicht möchten und wenn die nicht kooperativ sind, das führt einfach zu Kopfschmerzen. Ich denke, da kann man uns nachvollziehen, dass wir keinen Bock auf sowas haben. Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn die Eltern der Mutter, der Frau das nicht möchten, dann ist das schon unangenehm. Ja. Aber wer ist die Mutter von Anis, Bruder? John Wick? Ja. Ja, also wenn die Mutter von Anis das nicht will, ist klar, dass das dann der Familie von Mois auch nicht passt. Also den Eltern zumindest. Und dass die Brüder dann sagen, ey, wenn die nicht wollen, das ist doch unangenehm. Ne, aber am Ende des Tages hat Mois ja doch einfach dann geheiratet. Wahrscheinlich dann auch, ich weiß es nicht, mit Segen oder, aber die haben dann islamisch geheiratet. Unsere Eltern haben einfach verstanden, diesen Punkt, den ihre Familie geäußert hat. Die wollten, dass Anis arbeitet, Businessfrau ist. Abitur macht, alles mögliche. Und wir haben das verstanden. Meine Mutter meint, alles ist gut. Ihre Eltern meinten, alles ist gut. Aber es kam ja trotzdem zur Ehe. Alim und Anis konnten das einfach nicht akzeptieren und haben ultimative Pläne geschmiedet, wieso sie dann doch geheiratet haben. Dann hat Alim Anis entführt. So, das passiert manchmal bei unseren Landsleuten, was eigentlich gar nichts mit dem Islam zu tun hat. Da müssen wir den libanesischen Experten Bilal fragen mit Entführungen. Was geht ab bei euch? Also Entführungen sind bei uns in Essen, ich glaube so vor 10, 15 Jahren Standard gewesen, also da war einmal die Woche so eine Entführung, so, ey, deine Tochter ist weg, ach, alles cool, ich rufe morgen den Vater von dem Jungen an, der ist dies doch, das ist also vor 10, 15 Jahren war hier Entführung Standard. Warum macht man eine Frau Entführung? Warum entführt man eine Frau? Man entführt eine Frau, wenn der Vater der Braut die nicht abgeben will. Das heißt, der Junge entführt das Mädchen und dann ist die Familie verpflichtet, seine Tochter abzugeben. Warum? Weil dann ist sie ja quasi berührt. Ja, nee, man kann nicht mehr im... Weißt du, was ich meine? Man sagt, ich feier das nicht, Bruder. Es ist nicht so 100% feierbar, aber wenn ein Mann eine Frau über alles liebt, Bruder, dann... Was soll er machen, Bruder? Ein Mann, der liebt, Bruder, und eine Frau, die liebt... Eine Frau, die bereit ist,
von zu Hause abzauen zu ihrem Mann. Aber Bruder, da ist anders Liebe im Spiel. Ist dir Bruder. Doch nie aufgefallen, dass Ghetto-Romantik. So, ist dir doch nie so aufgefallen, dass solche Ehen immer wieder kaputt gegangen sind? Also ein paar Ehen laufen. Laut Islam, welches Wort musst du am meisten respektieren? Meinst du, denn, wenn du Hand anhalten? Das Wort deiner Eltern. Also deiner Eltern, ja, klar. Genau. Und sich der Frau, die muss ja auch. Ihre Eltern respektieren. Ja, Bruder, klar, du hast auch recht, 100%. Bruder, wenn du den Segen von deinen Eltern nicht hast, Gulli. Aber Cousin, geh in Gulli rein. Man sagt nicht aus Spaß, Liebe macht blind. Alles? Ja, Bruder, aber hab Respekt vor Eltern, Bruder. Like, Liebe macht blind, Wadak. Schließ deine Augen. Lass dein Herz reden. Mach Astralreisen. Nein, also es ist ja wirklich so. Also wenn du wirklich verliebt bist, wenn ein verliebter Mensch, guck doch mal Mois, er ist ja tatsächlich verliebt. Er dreht ja auch durch. Man muss man ihn auch sagen, er liebt ja wahrscheinlich über alles. Okay. Ein Mensch macht Sachen, wenn er verliebt ist, die behindert sind, die ein anderer nicht nachvollziehen kann. So, und bei uns, wenn der Vater der Braut die nicht geben will, haut die ab mit dem und dann ist der Vater verpflichtet, mit dem Ehemann zu verhandeln. Dann gibt es vielleicht Brautgabe, dann vielleicht nicht, dann was weiß der Geier. So, und hier in dem Fall anscheinend wurde es so ähnlich gemacht. Beide Familien wollten es nicht, aber Mois war halt verliebt in sie und hat sie einfach quasi entführt. Ja? So. Fertig aus. Normalerweise läuft das nicht so ab und ich weiß, viele Leute werden sich sehr darüber abfacken, dass ich das sage, aber das ist nun mal Fakt. Mit entführt ist aber gemeint, dass beide Parteien natürlich diese Ehe wollten. Genau, das muss man auch nochmal sagen. Entführung hört sich an, wie er die entführt und sie wollte das nicht. Man nennt es einfach nur durchgebrannt. Entführt. Durchgebrannt wäre eigentlich das bessere Wort, aber entführt ist halt durchgesetzt, weil er sie ihre Familie entführt, quasi eine Entführung. Ja? Verführung auf Entführung. Aber die Eltern wollten es nicht. Und bei unserer Kultur ist es so, die Eltern müssen ein Einverständnis geben, damit man überhaupt heiraten kann. Diese haben aber das Einverständnis nicht gegeben, deswegen wird es ein Entführen genannt. Versteht ihr? Wir werden euch gleich natürlich noch näher zeigen, sagen. Was? Sag Walla, die haben nicht Alpagan gehört bei der Entführung. Warum? Verbotene Liebe. Verbotene Liebe, stimmt. Hatte meine Mutter keine Lust drauf. Alim hat ihr das gefühlt aufgezwungen. So, aber die Sache ist halt, ein Mann hat islamisch betrachtet in dieser Sache mehr Freiheiten. Auch wenn er nicht das Ja-Wort von meiner Mutter oder meinem Vater hat, kann er trotzdem heiraten. Eine Frau aber hingegen kann nicht heiraten, prinzipiell, wenn sie nicht das Ja-Wort von ihrem Vater hat. Ich weiß, dass einige von euch darüber vielleicht getriggert sein werden. Generell bei einigen Punkten, ja. Ich würde das nicht als Freiheit, also ich würde das keine Freiheit nennen, ich würde das eher mehr Schutz nennen. Ein Schutz der Frau. Checkst du, was ich meine? Das heißt, er sagt ja, ein Mann hat da mehr Freiheit, er kann heiraten, wenn die Eltern nicht wollen, aber ein Mann ist ein Mann, Bruder, eine Frau ist eine Blume. Da die Eltern haben die aufgezogen zu einer, weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen, ich finde das ein bisschen mehr Schutz, wenn der Vater auch ein mitreden müsste. Das ist halt mehr Sicherheit für die Frau einfach. Vielleicht vor Fehlentscheidungen, vor blinde Liebe oder was auch immer, so, weißt du? So, vielleicht. Wir sagen euch nur... Oder ich sehe das falsch, keine Ahnung. Bei uns Muslimen... Also wie unsere Kultur, genau. Wie unsere Religion tickt. Bei uns Muslimen ist das eben so. Wir können das nicht drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist felsenfest so im Koran verankert. Niemand zwingt euch ja, Muslim zu sein, Jude, Christ oder sonst irgendwas. Jeder kann ja sein tun und lassen, was er möchte und was ihm Spaß macht. Naja, wenn es schon dazu kommt, war halt meiner Mutter sehr, sehr wichtig, dass wir zumindest auf Ach und Krach das Ja-Wort von dem Vater kriegen. Also haben wir die Eltern zu uns eingeladen, meine Mutter hat den Tisch schön gedeckt, Essen gemacht, pipapo und war sehr optimistisch. Eine Sache ist hier sehr, sehr wichtig. Meine Mutter in ihrem Kopf, das war gefühlt so einer auf den, ja, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann nicht. Ihr war das gar nicht so krass wichtig, sogar wenn die jetzt nicht geheiratet hätten. Sie hätte das einfach hingenommen, weil sie dachte sich, unnötiger Stress, die Eltern wollen sowieso nicht, papalapap, einer auf den. Aber Anis hat plötzlich angefangen, von A bis Z über ihre Eltern tot zu lästern. Walla Billa, da müssen wir beide schwören, wir bezeugen das, dass sie das getan hat. Auch gegenüber uns, gegenüber ihm, gegenüber Adam, gegenüber meiner Mutter, gegenüber meinem Vater, gegenüber jedem von uns. Sie hat sich ultra krank in die Opferrolle gestellt und Dinge behauptet wie, ich wurde von meinem Vater missbraucht, ich wurde im Keller eingesperrt, er ist ein Drogenjunkie. Also das sind ja harte Anschuldigungen und ist ja ganz heftig. Also, ich hoffe, dass es nicht so war. Also, ich hoffe, dass das nur scheiße Laberei war irgendwie, also geisteskrank. War im Knast, das ist tatsächlich ein Fakt, die anderen Dinge, das weiß ich nicht, ob sie das einfach so behauptet hat. Er ist voll tätowiert, er hat verrückte Dinge getan, er hat mich mit einem Holzknüppel durch die Wohnung gejagt und am Hinterkopf geschlagen. Dann meinte sie, ihre Mutter will sie umbringen und noch
Irgendwie ihre Familie wollte sie nach Tschetschenien abschieben und sie hat Angst, dass sie da stirbt und deswegen, wir müssen sie absolut protecten und das ist unsere Hauptaufgabe jetzt. Und dann, Warte, meine warte. Mutter hat. Bevor du weiterredest, das waren aber auch nicht alle Fakten. Also, diese extremen Dinge hat sie zwar erzählt, sind aber Ja. auch richtig belanglose, Warte, warte, ich. unwichtige Dinge. Voila, ich habe so vergessen. Noch ein Punkt, mir fällt ein. Sie meinte auch, ihre Mutter hat sie mit einem Bügeleisen verprügelt. So, das ist. Es fallen die ganze Zeit Sachen an, weil sie hat nonstop nur über ihre Eltern und ihre Familie gelästert. Also, Dicker. Also, da sind so Sachen, wo ich jetzt sage, ist mir nicht fremd. Wurde auch schon mit dem Kabel geschlagen. Boah, Oder ich mit bin Pantoffel, Mikrowelle. Mikrowelle. Mikrowelle auf den Kopf gekriegt. Kennst du Kabel vom Fernseher? Bruder, meine Mutter hat von vierter Etage Pantoffel geworfen, die hat meinen Kopf getroffen. Glaub mir. Meine Mutter hat mich schon Schulleiter genannt. Oder bitte eine Story, ganz kurz. Mein Vater ist gestorben. Früh. Allah. Ich habe Scheiße gebaut in der Schule. Meine Mutter hat ihren Bruder geschickt, ja, mein Onkel. Ja. Der soll jetzt mit mir sitzen. Klassenkonferenz. Mit deinem Onkel. Der kann sechs Wörter Deutsch. Aber hat er deinen Vater gespielt oder wusste man, dass der Onkel? Nein, die wussten, mein Onkel. Ja. Der kann sechs Wörter Deutsch. Schulleiter, Klassenlehrer, der andere Lehrer, alles drum und dran. Die sitzen und die sagen, was ich die ganze Zeit gemacht habe, die ganze Zeit gemacht habe. Nur Scheiße gebaut da. Ich habe mich mit dem geschlagen. Ich habe da. Mein Onkel sagt so, vor dem Schulleiter, okay? Der sagt zu mir, steh mal auf. Ich stehe auf, der steht auch auf. Ich schwach meine Mutter. Backpfeife nimmt den Schulleiter. Wallah, guck jetzt. Der gibt mir einen Backpfeife. Ich krieg Schock, ich gehe nach unten. Der Schulleiter sagt, ich rufe jetzt die Polizei, warum schlagen Sie den? Ja, normal. Aber das ist normal bei uns gewesen. Ja, so Stani. Wallah, das war ganz normal. Ich wusste ja, meine Mutter wird ihn nur schicken, damit er mich schlägt. Du hast den Schulleiter nicht Polizei rufen, der holt mich sonst noch mehr. Ja, Mann. Ja, das ist Ja, so Standard, ja. so bei uns, ja, Bei uns Mann. ist so eigentlich auch nicht korrekt, aber ist halt Stani. So. Also ich würde nie in mein ganzes Leben meine Kinder anpassen, weil ich liebe die bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, unsere Eltern haben uns auch geliebt, aber die sind andere Bruder, Generation, Bruder. die haben uns geliebt, die lieben uns immer noch, aber in manchen Stellen hat man einfach, kriegt man einfach Schläge für Nüsse. Boah, Wallah, ich weiß noch, Schwimmbad, Bruder, mein Rücken komplett rot. Bruder, ich Mit sag dir diese, von dieser Kabel, Bruder, so Abdruck. Boah, Scheiße, Alter. Ihr habt Glück, Kabelfernsehen gibt's nicht mehr. Zu unserer Zeit, wenn diese weiße Kabel an Wand nicht war, konnte kein Boah, ProSieben gucken. wisst ihr, was das Schlimmste von allem war? Das hier. Ja, die Kabelfernsehen gibt es doch, aber diese Kabel wie bei uns, diese. Ihr wisst doch damals, wo wir jung waren, wir konnten ja nicht so oft zum Friseur gehen, weil unsere Eltern haben bezahlt, Bruder, und die hatten nicht viel Geld. Seiten sind nach 4 Wochen gewachsen. Ich schwaff meine Mutter, mein Onkel hat hier gezogen. Ich bin gestorben. Lass mal Boah. wachsen und zieht einmal ganz kurz da dran, dann wisst ihr Bescheid. Oder Gürtelschnalle, oder ganz, oder komm, Kennst du, bitte nicht, da, bitte nicht über Gürtelschnalle reden, krieg ich nur Albträume wieder, kennst Alter. du diese noch mit diesen Gürteln? Tach, tach, Tigger, Alter. Und dabei blieb es nicht. Sie hat über ihren Bruder gelästert, über ihre Schwester, über jeden einzelnen von denen. Und es tut mir sehr leid, dass ich Fitna in deine Familie bringe. Walla billa, ich hätte niemals über all diese Dinge geredet, aber du zwingst mich dazu. Das ganze Internet beleidigt meine Mutter bis zum geht nicht mehr und ich muss mich irgendwie verteidigen. Auf jeden Fall zu der Sache noch. Es gibt aber auch belanglose Dinge und unwichtige Dinge, die sie uns die ganze Zeit erzählt hat. Das sind natürlich sehr schlimme Accusations, sehr schlimme Anschuldigungen, bei denen wir uns Sorgen gemacht haben. Aber sie hat uns auch so random Dinge erzählt wie: Meine Eltern, die essen nie mit mir. Wir waren nie an einem Esstisch, wir haben nie zusammen gegessen. Man Meine konnte nie Eltern über lieben sich Emotionen nicht. reden, die haben mich nie verstanden. Solche Sachen halt. Meine Eltern lieben sich nicht. Und sie hat auch sehr schamlose Dinge erzählt gegenüber meiner Mama, die ein normaler Mensch niemals erzählen würde über seinen eigenen Vater, über seine eigene Mutter. Diese werden wir aber auch zeigen in einer Sprachmemo, weil wir fühlen uns leider gezwungen dazu, um einfach zu beweisen, wie Anis drauf ist, was sie für Dinge sagt und was in ihrem Kopf abgeht. Die Behauptung aber, dass ihre Mutter sie töten würde, war nicht nur einseitig. Ihre Mutter hat sehr oft gesagt, dass sie sie töten wird. Das hat sie ausgesprochen. Und das war verrückt für Mehrmals, uns. sehr Das war oft. sehr komisch. Wir sind generell so Menschen. Wir haben noch nie gehört, wie jemand an eine andere Person Morddrohungen ausspricht. So was habe ich noch nie erlebt. Ich will jetzt nicht auf Krampf sagen, Bruder, ich bin Tschetschene, ich war im Krieg, ich habe alles Verrückte gesehen. Nein, das war wirklich crazy für mich. Wir können ja als Beispiel eine Sprachmemo zeigen, die entstand, bevor diese Familie überhaupt unsere Wohnung betreten hat. Also könnt ihr euch denken, wie sehr wir Angst von dieser Familie hatten, als diese in diesem Moment unsere Wohnung betreten haben. Es ist eine Sprachmemo, wie die Mutter von Anis zu Anis redet, nachdem sie von zu Hause abgehauen ist und allem geheiratet hat.
Die Sache, die sie da genannt hat, die Tammach heißt, das ist das Mahar. Also die Brautgabe. Bei der Brautgabe. Und diese Familie hat sich sehr darüber abgefuckt, dass kein Mahar stattgefunden hat, dass es keine Brautgabe gab. Dementsprechend haben wir diese Familie sogar guten Gewissens bei uns eingeladen, aus Gutherzigkeit. Also meine Mutter hat diese eingeladen. Und es sollte sogar eine Brautgabe geben im Nachhinein. Ich verstehe aber nicht, was die Brautgabe denn mit der Mutter zu tun hat. Diese Brautgabe ist für die Ehefrau. Die hat doch nichts mit dir zu tun. Ihr merkt halt, das Geld für dich einstecken. Ihr merkt halt auch erstmal, ihre erste Reaktion ist nicht, oh, meine Tochter ist weg, ich mache mir voll Sorgen. Nein, sie redet über irgendwelche Schuhe, die die auf Ratenzahlung gekauft haben und sie sagt, sie will dieses Geld unbedingt zurück. Und dann erzählt sie noch ganz andere banale Dinge, die ich jetzt nicht ausspreche. Ihr habt es eh vorher gelesen, ist unnötig. Ja, genau. Und Walla, allgemein, ich will einfach auch, dass du das weißt, Anis, das, was wir hier einblenden, ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben noch so viel mehr. Nicht nur Dinge, wo du heimlich aufgenommen wurdest, weil meine Mutter paranoid war, aufgrund dessen, weil deine Eltern uns töten wollten. Die wollten uns umbringen. Ich denke, niemand wird es einer Mutter dann übel nehmen, dass sie manche Gespräche heimlich aufgenommen hat. Nein. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ne? Was geht hier fucking nochmal ab? Eltern von der Braut wollen Abu umbringen und Keeps, also Malik, und dann werden... Ey, das ist ja... Aber das ist wirklich, also... Also ich wüsste jetzt nicht, warum Abu oder Malik lügen sollten. Klar kann sein, dass das alles so ist. Wie gesagt, jeder hat seine Sicht der Dinge. Und ich glaube, jeder von denen sagt irgendwo auch ein bisschen die Wahrheit. Ihr wisst ja auch, wie das ist, wenn man manchmal erzählt oder aus dem Nährkästchen erzählt. Manchmal übertreibt man ein bisschen. Jeder Mensch hat aber auch... jeder hat aber auch eine eigene Wahrnehmung. Zum Beispiel, wenn einer was zu mir sagt, ich kann das vielleicht chillig aufnehmen, aber ein anderer an meiner Stelle hätte vielleicht voll Schiss gehabt. Und der wird dann so erzählen, boah, ich hatte so Angst, der hat mich so richtig Angst gemacht. Ich würde vielleicht sagen, ja, der hat ein bisschen rumgeschrien, das ist cool. Wisst ihr, was ich meine? Ja, nee, jeder hat eine andere Ansicht. So, jetzt ist die Frage, war die Morddrohung wirklich echt oder war das nur so dahergesprochen oder war Malik und Abu zu der Zeit halt noch extrem jung, haben das nicht so ganz gepeilt oder hatten die halt wirklich Angst und das war wirklich ernst zu nehmen. Das sind auch Situationen, wo wir auch nicht dabei waren, können wir auch nicht sagen. Das heißt, wir müssen uns auf das Wort von Abu verlassen und von Malik, und wenn die schon auch sagen Wallah Billah und Wallah und auch schwören, dann bin ich erstmal geneigt, das auch zu glauben, so, weil das sind auch unsere muslimischen Geschwister so. So, das ist dieser Muslim-Bonus, sag ich jetzt mal einfach, weil ich gehe davon aus, wenn einer zu mir Wallah sagt oder er schwört, glaube ich ihn einfach jetzt erstmal so, weil ich nicht davon ausgehe, dass wenn einer auf Allah schwört und lügt, weil wer auf Allah schwört und lügt, das sind die letzten, das ist das letzte aller, ja nee, ich will das nicht mal aussprechen. Deswegen, ne, wie gesagt, aber man muss auch dazu sagen, dass der Streit zwischen diesen Familien und all das, das sind ja auch alles so Nebenschauplätze, das sind ja alles so Sachen, die eigentlich mit der Hauptthematik nicht so viel zu tun haben. Ne, wir haben jetzt hier einen Mäus, der sagt, meine Frau ist mir fremdgegangen. Okay, dann haben wir eine Frau, die sagt, ja, ich wurde geschlagen und alles und ich bin abgehauen deswegen. So, dann haben wir ja noch gesagt, ey, vielleicht lügt sie, kann sein, dass Mäus die gar nicht geschlagen hat. Aber dann hat der Mäus ja auch selber zugegeben. Das ist ja der Punkt. Also das heißt, in dem Punkt hat sie ja dann also doch die Wahrheit gesagt, weil Mäus das ja auch zugegeben hat, dass er sie geschlagen hat. So, versteht ihr, was ich sage? Und das ist der Punkt. Also es gibt Sachen, die ja beide bestätigt haben. Zum Beispiel Mois sagte, mein Vater hat mir die Uhren geklaut. Der ist halt kein guter Mensch mäßig. Sie hat ja gesagt, der Vater von ihm war ein so und so kein guter Mensch mäßig. Das haben ja beide bestätigt, theoretisch gesehen. Obwohl die gegeneinander sind. So, wisst ihr, was ich meine? Es gibt halt ein paar Parallelen. Paar Sachen gibt es, die ja auch alle bestätigen irgendwie, aber irgendwie reden auch trotzdem alle irgendwie noch aneinander vorbei. Und jetzt geht es gar nicht mehr darum, wer ist fremdgegangen oder wer hat wen geschlagen. Jetzt geht es irgendwie darum, ist die Mutter von Alim ein Monster oder ist jetzt die Mutter von Anis ein Monster? Wobei das eigentlich gar nichts zur Sache tut. Es ist natürlich schade, dass Mois seine Mutter mit reingezogen wird. Es ist schade, dass jetzt auch Anis Mutter reingezogen wird, aber den Jungs, wie die auch gesagt haben, die müssen nun mal auch ihre Mutter verteidigen und müssen auch dementsprechend zu gewissen Maßnahmen greifen,
um das auch irgendwie dann zu rechtfertigen oder was auch immer so. Es ist ein Riesensalat. Es ist ein Riesensalat. Zu unserem Schutz. Und ich finde das auch sehr, sehr gut, dass meine Mutter das aufgenommen hat. Weil am Ende des Tages, wir wissen alle, was hier passiert wäre, wenn ich das nicht hätte. Ihr hättet mich alle als Schwein dargestellt und sie, die arme, unschuldige Frau, der nur Unrecht angetan wurde. Allgemein finde ich es sehr, sehr komisch, dass sie 2,5 Stunden lang ein Statement liefert über ihr ganzes Leben und erst einmal keine einzige gute Sache über uns sagt. Nicht eine. Gar nicht. Ich glaube, ich wurde nicht mal erwähnt. Nichts. Obwohl ich ihr Bestie war. Sie hat mich in 2 Millionen Stories markiert und hat die immer wieder gesagt, dass ich ihr bester Freund bin. Was ist denn jetzt aus der Sache? Waren wir denn beste Freunde oder waren wir keine Freunde? Ich verstehe es nicht. Ich wurde nicht einmal erwähnt. Ich wurde nicht geschützt. Bei mir auch. Gar Dutzende nicht. Real-Life-Stories, auch in Streams. Willst du da auch sagen, die Leute haben dich dazu gezwungen, das zu erzählen? Oder ich habe dich gezwungen, Alim hat dich gezwungen. Du saßt da und hast tausende Dinge erzählt. Man kann doch nicht jetzt im Nachhinein sagen, du hast dir das ausgedacht. Du hast gesagt, wie sehr ich auf dich aufpasse, wie sehr ich Acht gebe, wie ich mich immer um dich sorge, dir mit den Kindern helfe. Wie sehr die Kinder dich lieben. Wie sehr die Kinder mich lieben und schätzen, dass Saifullahs erstes Wort, Fun Fact, Abu war. Das hast du auch öfter erzählt. Abu war sein erstes Wort. Er wollte meinen Namen aussprechen. Ich hatte diese Kinder nonstop in meinen Händen. Ich habe oft euch geholfen in eurer Ehe. Ich habe zum Beispiel denen gesagt, ey, wollt ihr nicht mal ausgehen? Ich passe auf die Kinder auf. Ich nehme euch eine Last ab. Das habe ich dutzende Male getan. Ich bin zu dir gekommen, habe gesagt, ob du Bock hast, eine Serie zu gucken, einen Film zu gucken, rausgehen, spazieren, mit dem Kinderwagen, mal was Cooles unternehmen, Spaß haben, einkaufen gehen. Ich habe alles getan. Ich war, walla billa, wie dein Handlanger und du stellst mich da, als ob ich die grässlichste, schlimmste Person auf der Welt bin. Das ist ja, das kann ich natürlich auch verstehen, dass der Abu da ausrastet. Weil ich kann nur aus der Zeit sagen, also aus der damaligen Zeit, dass Abu wirklich geguckt hat, auch immer geholfen hat, auch gemacht und getan hat. Natürlich, klar, war er manchmal auch genervt, weil er das irgendwie immer machen musste und dann hat er gesagt, warum macht ihr das nicht selber alle so, ne? Aber ich kann wirklich sagen, der Abu hat schon sich wirklich Mühe gegeben, so für die Fam und so, muss man sagen. Und Keep Saddam war eigentlich auch immer sehr korrekt, muss man auch sagen. Er hat jetzt nicht so diese Familienarbeiten gemacht, wie zum Beispiel Abu oder so, oder regelmäßig Einkauf für die Familie oder sowas, ne? Das haben wir alle gemacht, aber man muss doch auch sagen, dass der Alim den, den Abu sehr geschätzt hat. Der Ali, der Mois, den Abu? Ja. Weiß ich nicht. Also ich weiß noch, dass der Alim sich damals auch immer wieder so mehr so Tipps von Abu genommen hat. Weißt du? Bei Diskussionen habe ich das immer so gemerkt gehabt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Ich bin generell der Meinung, dass nie irgendeiner einen Tipp ihm geben konnte, weil er immer alles besser wusste. Aber ja, nee, bei Abu war schon, der hat schon ein bisschen, auf Abu war schon gut zu sprechen. Naja, ich hab mit Abu sehr viele Gespräche geführt. Man konnte mit Abu immer gut reden, wirklich. Ob das jetzt Islam wirklich war oder sehr, was lieber Junge. Also man konnte mit Abu immer sehr viel reden. Wir haben nächtelang gechillt und gelacht und geredet. Also Abu war wirklich ein sehr guter Gesprächspartner, das muss ich auch sagen. Ist ja nicht mal das Schlimmste. Red über uns, wie du willst. Aber wieso mischst du unbeteiligte Menschen ein? Meine Mutter, die Familie von Selsabil und noch on top Selsabil. Was haben die mit all dem hier zu tun? Was haben diese Menschen dir überhaupt getan? Gar nichts. Ich hoffe, das ist ein Schock in eurem Gehirn, wie sie auch kein einziges Mal mit sogar nur einem Wort ihre eigene Familie kritisiert hat. Mit gar nichts. Nicht einmal hat sie gesagt, dass ihre Familie literally uns töten wollte. Also alleine da merkt ihr, wie sehr die Story... Obi dir sagt, Sinan, das ist doch schon wirklich merkwürdig, inwiefern sie ihre eigene Rolle in der ganzen Sache zentralisieren. Sie hat doch die Brüder doch gar nicht in dem Maß ins Visier genommen, oder irre ich mich? Nein, das Ding ist, ne, die hat die jetzt nicht so krass irgendwie durch den Kakao gezogen oder so. Aber es geht einfach darum, dass sie halt so einige krasse Sachen über Mois seine Mutter erzählt hat. So zum Beispiel mit der Socke, mit der Fluse. Die musste morgens aufstehen, ihr Hallo sagen. Aber die hat schon so ganz krasse Sachen über der Mutter erzählt. Und das sind natürlich auch ihre Kinder, ne? Also das heißt, die wollen halt auch Licht ins Dunkle bringen und halt auch ihre Mutter verteidigen. Da geht es ja nicht dabei, hauptsächlich, dass die fertig gemacht worden sind. Weil es geht um ihre Mutter. Das heißt, wenn du die Mutter fertig machst, machst du ja auch die gleichzeitig fertig. Weil die Mutter kann sich jetzt nicht da hinsetzen und irgendwelche Statements machen. Das geht ja nicht. So mäßig, weißt du? Deswegen reden die nun mal viel und versuchen die Situation halt einfach zu beschreiben und auch mal sagen, wie kann das sein, wenn wir alle so schlecht waren, dass wir aber trotzdem gut mit dir waren. Wir haben ja so viele Storys gemacht. Ich sag's, das Problem ist, was ihr auch immer wissen müsst bei einer Freundschaft, wenn du
wenn du lange eine Freundschaft hast oder Familie oder Schwager, mit denen lang bist oder wer, was auch immer, vieles ist irgendwann mal auch für dich selbstverständlich. Du weißt gar nicht, ob ich zum Beispiel den Bilal verletze. Zum Beispiel, ich schicke jetzt Bilal oft jetzt, sagen wir mal, Getränke holen. Hol mal Getränke, Bruder. Und der holt ja auch. Und dann irgendwann denke ich, das ist normal. Bilal, hol mal Getränke. Dann komme ich hier hin, hier sind keine Getränke. Ey, Bilal, warum sind hier keine Getränke? Und versteht ihr, was ich meine? Irgendwann werden gewisse Sachen zu einer Normalität. Und man will ja auch nicht irgendeinen niedermachen. Vielleicht meinte ich das gar nicht böse mit, warum sind die keine Getränke, aber ihn würde das innerlich voll verletzen, weil er sich denkt, ey, Dicker, ich bin doch nicht sein Kellner. Warum soll ich jetzt immer Getränke holen, wenn jetzt hier immer keine sind? Warum bin ich jetzt der Sündenbock dafür? Und irgendwann staut sich das und dann kommt irgendwann mal ein Streit wegen irgendwas anderem. Dann sagt er, ja, und ich musste auch immer Getränke holen für dich. Dann sehe ich aus wie dein Kellner, du Hund. Du bist doch am Büro, am Kiosk, hol doch schon Getränke, du Spasti. Aber wartet. Deswegen kam ich auf das Getränkethema, weil wir das Thema vorhin hatten. Aber ich sag euch, warum es so ist. Der ruft mich an. Wo bist du? Ich sag, ich bin Jet-Tankstelle, ich warte auf dich. Der sagt, ich bin schon am Büro. Was sagt der? Okay, hol Getränke. Ich sag, tschüss. Und legt einfach auf. Und neben meinem Büro ist ein Kiosk. Ich sag, du Spasti, du bist doch neben dem Kiosk. Hol doch Getränke schon. Warum soll ich doch mal zur Tankstelle zurückfahren? Weißt du? Oh mein Gott, Alter, der kam jetzt richtig geil, Alter. Auf eine Lüge aufgebaut ist. Es macht ja auch chronologisch gar keinen Sinn. Sie sagt, dass sie, also ich kann euch das sagen, ich weiß nicht, ob sie euch das gesagt hat, aber sie hat in unserer Nähe 5 Monate lang gelebt. Sie kannte uns 5 Monate lang. Also verstehe ich nicht, wieso sie sich da hinsetzt und sagt, dass sie gezwungen wurde, 3 Jahre lang keinen Kontakt zu ihrer Mama aufzunehmen. Okay. Wie geht das überhaupt? Hat meine Mutter eine so krasse Macht über dich, dass selbst wenn du weg bist, sie noch die Strippen zieht und dich zwingt, dich nicht bei deinen Eltern zu melden? Also okay, im Nachhinein, du sagst ja, Ali hat dich dazu genötigt. Aber vorher hast du die Aussage getätigt, dass meine Mutter der Grund dafür war, dass du dich 3 Jahre bei deinen Eltern nicht melden konntest. 3 Jahre ist sogar untertrieben. Wir wissen beide, dass du 4-5 Jahre lang keinen Kontakt zu deinen Eltern hattest. Dass du die. Ja, das ist natürlich auch komisch. Naja, also die Frau von Mois lebt mit Mois in Deutschland die ganze Zeit und die Mutter soll aus, in welchem Land die auch dann immer gelebt hat zu der Zeit, ihr sagen, hab keinen Kontakt zu deinen Eltern. Wenn du Kontakt mit deinen Eltern haben wollen würdest, dann hättest du die aus Deutschland ja auch angerufen oder geschrieben. Das ist natürlich auch klar. Also Mois hat mit seiner Mutter regelmäßig telefoniert, das weiß ich. Der hat oft mit ihr telefoniert. So, der hat den Kontakt auch zu seiner Mutter so hier und da immer gehabt, so eigentlich, wenn ich da mal dabei war und das mitgekriegt habe. So, also eigentlich komisch, dass die Mutter dann irgendwie, wie schon Abu gesagt hat, irgendwie die Strippen ziehen konnte, so 300.000 Kilometer entfernt. Red nicht mit deiner Mutter. Aber ein bisschen komisch natürlich. Die Wohnung deiner Eltern nicht betreten hast. Und ich sag dir eine Sache. Sagen wir mal, du hast gemeint, dass Alim dich dazu gezwungen hat. Wie kann es denn sein, dass eine Frau, die Instagram hat, eine Frau, die TikTok hat, eine Frau, die alle sozialen Medien, Plattformen, alles hat, Bilder macht von sich, wo sie draußen ist, Fotos hochlädt, wo sie draußen ist, ein eigenes Auto hat. Wie kann es denn sein, dass diese Frau nicht die Freiheit besitzt, ihre Mutter in 5 Jahren einmal anzurufen? Kannst du mir das bitte mal erklären? Weil Alim dich gezwungen hat? Willst du mich verarschen? Und zu dem Punkt muss ich jetzt auch was unnormal Wichtiges beifügen, zu diesem Zwingen. Walla, ich bin der Letzte, der auf Krampf jetzt Alim verteidigen will. Ganz im Gegenteil, was dieser Mann gerade tut, er ist absolut psychisch krank. 100%, da stimme ich dir zu. Aber eine Sache muss euch bewusst sein. Dieses, dass sie gezwungen wurde, sich nicht bei ihren Eltern zu melden, das ging von ihr aus. Weil sie uns nur Schlechtes über ihre Familie gesagt hat, hatten wir einen Beschützerinstinkt. Wir haben ihr gesagt, ey, pass auf, mach dies nicht, mach jenes nicht. Und in den meisten Fällen wollte sie sich selber nicht bei denen melden. Ihr werdet auch öfter mitkriegen, wie und wo das stattgefunden hat. Aber wir machen erstmal mit der Story weiter. Ihr Vater kam rein. Und der erste Satz, den dieser Mann sagt, wenn er unsere Wohnung betritt, er kennt uns nicht. Davon sind wir alle Zeugen. Malik war da, ich war da, meine Mutter war da. Er sagt, normalerweise sollten wir die Wohnung stürmen, bewaffnet. Mit Kalaschnikows. Ich denke so, Bruder, was zur Hölle passiert hier? In welchem Film ist der Typ überhaupt? Dann die Mutter kommt rein und ich dachte, der Vater ist schon schlimm. Aber Walla, ich habe im Nachhinein realisiert, der Vater ist eigentlich, er war korrekt eigentlich. Er war eigentlich korrekt, aber er hat halt diesen Cringe-Satz geäußert. Die Mutter. Ja, der war korrekt, hat so mit einer AK rumgeschossen. Alles. Ja, also
Also das ist ja auch schon heftig, ne? Du lädst jemanden zu dir nach Hause ein und der erste Satz, ich muss doch Eurone mit einer AK stürmen. Digga, du wurdest doch gerade eingeladen, setz dich doch hin, trink doch mal einen Kaffee. Explodiert, Bro. Und meine Mutter kriegt auch diesen Knacks und denkt sich dann, oh, könnte es sein, dass alles, was die gerade gesagt hat, wirklich stimmt, weil die dreht ja absolut durch. Sie geht auf Anis los, sie will sie attackieren, sie packen, sie sagt, ich bringe dich um, zieht ihre Haare, beleidigt sie von A bis Z, stellt so ekelerregende Behauptungen dar. Anis hat mir in diesem Moment richtig leid getan. Walla, ich hab fast geweint. Bruder, ich hab noch nie gehört. Aber hat sich dazwischen gestellt, die Mutter von ihr hat ihm einfach Tee aufs Gesicht gegeben. Ja, genau, sie hat so heißes Tee genommen und in mein Gesicht geschüttet. Mir war das unangenehm, weil beides so erwachsene Frauen, aber ich habe mich dazwischen gestellt, ich habe versucht zu helfen. Diese Frau war nicht zu kontrollieren. Ich meinte zu ihr so, bitte beruhig dich, alles wird gut. Sie war wie Feuer und Krass. Flamme. Und egal, was sie über dich gesagt hat, bevor du dir irgendeinen Kopf machst, Walla, ich glaube ihr das nicht, Anis. Ich glaube ihr das nicht. Ich glaube nicht, dass du irgendwelche Dinge getan hast und so in komischen Ecken warst. Ich denke aber, sie hatte einen Knacks und hat diese Dinge gesagt. Aber ich erzähle das einfach, damit du verstehst, wie weird es ist, dass du meine Mutter als die Verrückte darstellst und keinen einzigen Satz zu deiner Familie sagst. Obwohl sie so ist, wie sie ist, obwohl sie diese Dinge sagt, die sie sagt. Bei Allah, meine Mutter hat noch nie aus ihrem Mund sogar nur annähernd so schreckliche Dinge über irgendeinen Menschen gesagt wie sie. Ey, Bro, wenn ich das jetzt sogar aussprechen würde, ich würde mir massenhaft Sünden sammeln. Ja, das ist halt der Grund, warum halt Malik und Abu halt die Mutter von Anis mit reinziehen, weil ja gesagt wird, dass die Mutter von Mois, also von den Jungs, voll die Schlimme sein soll und die denken sich, Dicker, deine Mutter dreht voll am Rad, aber du ziehst unsere Mutter mit da rein. Dabei gibt es doch diese Story von uns mit deiner Mutter zusammen, warum erzählst du das denn nicht? So, und das ist natürlich eine ganz klare Schutzmaßnahme von einem Mensch, der sich selber verteidigen will und sich denkt, ey, du, warum ziehst du meine Mutter rein, die vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber wir wissen doch alle, was deine Mutter so gemacht hat, warum redest du nicht über die? So, weißt du, wie ich meine? Und klar erzählen die das dann, um natürlich auch so quasi die andere Seite zu beleuchten. Ist natürlich sowieso falsch, die Eltern damit reinzuziehen, alles, aber dem bleibt ja auch irgendwo keine andere Wahl einfach, als auch zu reden. Ich könnte noch ein Beispiel zeigen, wo die Oma von Anis, die wir gar nicht kannten... Ah, die hat aus Tschetschenien angerufen. Also generell, ihre ganze Familie hat uns nonstop terrorisiert. Also sagst du, Anis Mutter ist eigentlich die Schlimme? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, die erzählen aus ihrer Sicht, wie ihre Mutter war. Ob die Mutter schlimm war oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die Mutter ja gar nicht. Aber ich glaube schon, dass jeder irgendwo die Wahrheit sagt und ich glaube auch nicht, dass Abu hier irgend so eine komische Geschichte mit Tee ins Gesicht und so aus den Ärmel schüttelt. Ja, und ich glaube schon, dass da was dran ist und wir alle kennen, ihr müsst doch alle an euch selber denken, wir kennen doch alle Familienstreit. Wir wissen doch alle ganz genau, wie man zu Hause mal gestritten hat mit dem Vater oder die Tante kommt nach Hause oder die Oma akzeptiert die Frau von deinem Vater nicht, nach 30 Jahren immer noch nicht oder Wir kennen alle Familienstreit. Wir wissen alle, wie das läuft. Wir brauchen alle nicht so zu tun, als ob nur bei Mois zu Hause Stress gab und bei uns nicht. Oder besser bei den Jungs. Wir kennen alle diese Situation. Wir haben alle schon verrückte Momente gehabt mit der Familie. Einer schmeißt das plötzlich oder die Vase fällt auf Teller auf den Boden. Oder irgendeine Scheiße. Wir kennen das alle. Ja, wir sind alle nicht frei von sowas. Tante, der Onkel, der sonst wer, Oma, Opa, Mutter, Vater, verschiedene Nummern, jeden Tag unser Handy brennt. Jeder hatte dasselbe Muster. Jeder hatte dasselbe Muster. Es kam darauf zurück, wir werden euch töten, wir werden dies machen, werden den aufschlitzen und es war für uns auch zu viel. Ich war auch überfordert. Ich wusste auch nicht, was ich tun soll. Ich zeige euch mal die Sprachmemo, wo an einem Tag einfach unsere Mutter random angerufen. Und wenn ich euch erzähle, wie viel Familienstreit ich in Essen miterlebt habe, wo der Cousin den eigenen Cousin erschossen hat. Ja, nee, das ist noch das Kleinste. Wie viele Brüder von mir sind gestorben, weil andere Brüder von mir die erschossen haben und diese Brüder von mir, die sind verwandt. Ein Bruder von mir erschießt seinen Cousin, der ist auch ein Freund von mir. Und wir hatten das Thema früher hier schon oft im Stream. Ein Bruder von mir, der erschossen worden ist, von seinem eigenen Großcousin, Digga, wegen irgendwelche belanglosen Dinger. Versteht ihr? Das ist für den normalen Menschen, für den normalen Typen jetzt so, sage ich jetzt mal, voll unverständlich. Was ja auch voll behindert eigentlich ist. Aber bei uns ist sowas wirklich Alltag gewesen. Familienstreit, plötzlich zieht einer eine Knarre, der Cousin knallt den Cousin, der eine will seine Cousine heiraten, der Bruder lässt nicht, dann gibt's... Bruder, wie viele Storys kennen wir, Bruder? Von Leuten, die wir persönlich kennen. Das ist ja nicht erfunden. Aber es ist ja traurig, dass sowas... Es ist traurig! Ich sag nicht, dass das gut ist.
Ich sag, es existiert. Nein, nein, es existiert, ne? Mann, Bruder, bei besten Ehen sind Probleme, Bruder. Also. Bei den besten Ehen sind Probleme. Aber was traurig ist, dass du nicht mal mehr in dieser Generation deine eigene Privatsphäre hast. Ja. Du bist zwischen diesen vier Wänden, Bruder, und trotzdem schafft es ein anderer über deine Probleme, die du in deinen vier Wänden hast, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in deinem Umkreis. Ja, es ist halt, alles läuft irgendwie öffentlich. Alles läuft öffentlich. Man hat gar keine Privatsphäre. Das ist Hardcore geworden, Bruder. Das ist heftig. Das ist Hardcore geworden. Ich sehe, wenn Ältere sich streiten, Bruder, hast du das mal gesehen, dass die sich sogar vertragen im Internet? Ja. Hast du gesehen? Gab's früher nicht, Bruder. Hast du gesehen, dass das aufgenommen wird, Bruder? Natürlich. Als Beweis für alle, die das sehen sollen und auch rumreden. Das ist so ganz geisteskrank. Also wirklich, das Internet und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit hat von den Menschen wirklich ganz krass Besitz genommen. Was heißt, es gibt kein privates Klären mehr fast. Es gibt kein privates Reden mehr. Alles muss übers Internet laufen. Jeder muss es mitkriegen. Jeder muss wissen, dass du ein krasser Typ bist. Jeder muss wissen einfach. Also das ist wirklich krass.